Oh, wie ist das schön. So viele Fragen. So viele Fragen, die ihr mir stellt. Hier, was ist das Erste, das dir bei einer anderen Person auffällt? Die Augen. Als Erstes schaue ich auf die Augen. Nicht unbedingt die Farbe, sondern die Frage, was sehe ich da drin? Was würdest du in einem Gefängnis machen, wenn du dort für mehrere Jahre sein müsstest? Ey, glaubst du echt, ich komme in den Knast? Habe ich was falsch gemacht? Wo ist der beste Platz, um zu picknicken? Ich kenne einen Platz. Norwegen. Auf einer grünen Wiese. Mit Feuerstelle. Traumhaft. Was ist deine Meinung zum Thema Abtreibung? Ja. Und genau deswegen mache ich das. Weil ihr mir ganz normale Fragen stellt. Fragen des Alltags. Fragen des alltäglichen Lebens. Aber auch diese Hardcore-Fragen. Abtreibung. Was ist das? Abtreibung ist ein hartes Thema. Das klingt schon so negativ, oder? Abtreibung. Was denkst du über Abtreibung? Was ist deine Meinung zum Thema Abtreibung? Also mal ganz ehrlich, Abtreibung, ne, ist eigentlich ganz einfach erklärt und auch die christliche Position ist mit wenigen Worten erklärt. Wir Christen sagen, da wächst ein Leben, das Gott geschenkt hat, im Bauch einer Mama heran und wenn man dieses Leben beendet, dann ist das Mord. Nun ist es aber ziemlich einfach und eigentlich ist mir das schon fast peinlich, denn ich sitze hier am Schreibtisch und ich bin Mann und ich kann ganz viel reden. Gerade jetzt theoretisch kann ich dir ganz, ganz viel erzählen. Aber das hat wirklich ein Leben. Mit dem, was wirklich Sache ist, ganz wenig zu tun. Also der Punkt ist doch der. Letztendlich werde ich selbst niemals in die Bredouille kommen, dass ich ein Wesen, einen Menschen, der in meinem Körper ist, abtreiben werde. Das funktioniert nicht. Und deswegen wäre es auch fast anmaßend, wenn ich mir jetzt hier ein Urteil erlaube über alle möglichen Lebenssituationen. Ich meine, gut, pass auf. Vielleicht geht es um eine ganz wichtige Frage. Nämlich die Frage, ist Abtreibung ein mögliches Verhütungsmittel? Und an der Stelle muss man sagen, sorry, nein, nein. Also du kannst nicht mit jemandem schlafen und sagen, ja, wenn es schief geht, dann mache ich es halt weg. Also dafür ist das Thema doch ein bisschen zu viel. Wir reden da schon von einem medizinischen Eingriff, der Folgen haben kann. Und wir reden vor allen Dingen von dem Eingriff in ein werdendes Leben. Und da müssen wir ganz klar sagen, das geht nicht. Ich glaube, das Thema Verantwortung, das habe ich schon oft auf diesem Kanal angesprochen. Gerade in den letzten Videos immer und immer wieder. Das Thema Verantwortung ist das wirklich Wichtige, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Dass du nicht einfach Dinge auf dich zukommen lässt, sondern dass du wirklich weißt, das, was du entscheidest, das, was du tust, das ist das, wie dein Leben in Zukunft aussehen wird. Das ist das, wofür du dich verantworten musst. Und ich weiß, das kommt jetzt so ein bisschen von oben herab, aber ich glaube, letztendlich würde ich sagen, wenn du grundsätzlich dich überhaupt nicht bereit fühlst für ein Kind, dann solltest du auch keine Handlung vornehmen, durch die ein Kind entstehen kann. Wenn du weißt, dass du kein Kind großziehen willst oder kannst, dann solltest du tunlichst vermeiden, dir diesen Spaß auf Kosten eines möglichen Kindes zu holen. Aber, ganz ehrlich, Abtreibung ist am Ende eine individuelle Geschichte. Verstehst du? Also ich kann jetzt hier am Schreibtisch ganz, ganz viel reden. Ich kann dir meine tollen Gedanken sagen, ich kann dir erklären, was das theologisch und geschichtlich ist, denn interessanterweise haben die ganzen christlichen Kirchen das noch nicht seit eh und je so gesehen, dass mit dem Beginn der Zeugung, also wo das Leben anfängt heranzuwachsen, auch schon das Leben ist. Es gab eine ganze Zeit in der Kirchengeschichte, eigentlich die längere Zeit, in der es wenigstens für die Katholiken völlig klar war, dass in den ersten Tagen da noch kein Leben vorhanden ist. Das ist mittlerweile anders, also da verändert sich auch unsere Meinung. Ich glaube, das ist aber nicht das Wichtige, dass wir einen Gang durch die Geschichte nehmen und dann am Ende rausfinden, was richtig und falsch ist. Denn es geht hier um eine ganz konkrete Entscheidung in einer ganz besonderen Situation. Also wir reden hier von Grenzsituationen, oder? Wir reden von der Frage, was ist denn, wenn ich, ohne das zu wollen, plötzlich schwanger bin? Oder was ist denn, wenn mir etwas passiert, etwas ganz Schlimmes passiert und ich dadurch schwanger bin? Muss ich mich dann entscheiden, ob ich diese Schande mein Leben lang in Form eines Babys trage oder muss ich vielleicht mit einem Mord klarkommen? Und an der Stelle möchte ich dich ermutigen, denk das nicht nur theoretisch und vor allen Dingen denk das nicht alleine. Gerade dann, wenn wir davon sprechen, dass ein anderes Leben mit beeinflusst wird, also dass du ein anderes Leben zerstörst,
beendest, dann solltest du dich da mit anderen Leuten austauschen. Solltest dir Meinung einholen, nicht deine Meinung verteidigen. Ich glaube, diese ganzen Beratungsstellen, die wir in Deutschland haben, die sind nicht dazu da, um dich herauszufordern und dir nur Fragen zu stellen. Es geht darum, dass du weiterdenkst, dass du nicht nur deine eigene Perspektive siehst, sondern dass du weitere Perspektiven siehst. Denn das, was dir unmöglich scheint, das kann, wenn dir ein, zwei Leute was sagen dazu, doch schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Es gibt Grenzbereiche, tatsächlich. Es gibt Grenzbereiche, in denen ist das Töten von Menschen legitim. Ich will mal ein ganz anderes Beispiel mal nehmen. Es gab vor vielen, vielen Jahren einen Theologen, einen Pfarrer, der hieß Dietrich Bonhoeffer. Und dieser Mann hat überlegt, der kannte nämlich einen anderen Mann, der dafür verantwortlich war, dass viele, viele Menschen gestorben sind. Der Menschen kaputt gemacht hat, der Menschen fertig gemacht hat, der Menschen ermordet hat. Und dieser Mann, Dietrich Bonhoeffer, hat dann überlegt, was ist jetzt wichtiger? Einmal das Gebot zu halten, du sollst nicht morden. Oder aber viele, viele andere davor zu bewahren, ermordet zu werden. Und so ist er in dieser Extremsituation zu der Entscheidung gekommen, alles klar, an dieser Stelle gehe ich das Risiko, eines Tages vor Gott zu stehen und mich davor rechtfertigen zu müssen, dass ich jemanden ermordet habe, ein und werde einen Anschlag verüben. Dieser Anschlag war auf Adolf Hitler. Ich weiß, das ist ein Extrembeispiel. Aber mit diesem Extrembeispiel begreifst du vielleicht, was ich dir sagen möchte. Es gibt Situationen, da muss man nicht diskutieren, da kann man auch eine Abtreibung in Betracht ziehen. Denn wir reden ja nicht nur von dem Leben, was in der Frau wächst, wir reden ja auch von dem Leben der Frau. Wir reden von der Bestimmung, dass die Frau entscheiden kann, was mit ihrem Körper passiert und was nicht und vor allen Dingen, ob sie ein Kind bekommt oder nicht. Also da ist ja auch schon noch ein gewisses Recht auf Selbstbestimmung da. Und natürlich gibt es Situationen, da... Also wir müssen nicht über den heißen Brei rumreden. Wenn du vergewaltigt worden bist, dann darf dich niemand zwingen, dein Kind zu behalten. Das musst du entscheiden und das musst du nach viel Überlegen entscheiden. Und dann kannst du auch eine Entscheidung in verschiedene Richtungen treffen. Ich selbst sehe an der Stelle immer noch eine gewisse Perspektive, dass wir nämlich nicht alle Entscheidungen nur selbst treffen und dann durchziehen. Nein, ich sehe, dass wir diese Entscheidung auch mit der Perspektive treffen, dass wir Gott am Ende handeln lassen. Das Leben ist ja mit dem Tod nicht vorbei. Ich habe da schon mal ein Video gemacht hier. Es geht ja weiter. Und ich bin der Überzeugung, dass gerade abgetriebene Kinder auch direkt bei Gott sind. Dass es ihnen in gewissermaßen also auch gut geht. Ja, es ist moralisch, christlich-moralisch verwerflich und falsch. Aber manchmal... Oh, ich will das eigentlich nicht wiederholen. Ich wollte jetzt gerade sagen, manchmal kann man auch falsche Entscheidungen treffen, weil es gut ist. Nein, das ist nicht meine Botschaft heute. Ich möchte dir sagen, manchmal ist es sinnvoll, alles in Frage zu stellen und genau drüber nachzudenken, sich mit Menschen zu unterhalten. Denn Gott ist ein Gott, der nicht nur das Leben möchte, sondern der auch dein Leben möchte, der zu deinem Leben steht und der mit dir auch durch ganz, ganz schwierige Situationen im Leben geht. Was ist meine Meinung zum Thema Abtreibung? Abtreibung ist eine Art, durch die sehr, sehr viele Menschen, die leben könnten und Leben verdient haben, umgebracht werden. Und das ist nicht in Ordnung. Abtreibung ist an manchen Stellen in unseren Gesellschaften, in unserer Welt zu einer Möglichkeit einer nachträglichen Verhütung geworden und das ist nicht in Ordnung. Aber Abtreibung sollte man niemals nur theoretisch am Schreibtisch denken, sondern in der konkreten Situation überlegen, was das Beste ist für alle Beteiligten. Oft wird rauskommen, meistens wird rauskommen, dass das Leben das Beste ist. Das glaube ich ganz zutiefst. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass Gott durch andere Entscheidungen mit dir geht. Ich weiß nicht, ob das dir nicht zu schwammig ist, ob du am Ende noch viel konkreteres, konservativeres oder liberaleres oder was auch immer erwartet hast. Wenn du möchtest, lass mir gerne einen Kommentar da. Ich gebe dir meine kleinen Gedanken von mir aus meinem kleinen Leben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Ciao.